Can't touch this. Can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Und gleich zum Start geile Neuigkeiten. Das Frost Cave. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Und gleich erstmal richtig geile Neuigkeiten. Das Cave-Update kam heute raus. Danke, Nozzy, an dich da draußen, dass du mir das gleich in die Kommentare geschrieben hast. Ich hätte nämlich wahrscheinlich erst später aufgenommen und hätte es nicht gleich kapiert. Guck mal, Horn of Celebration. Ja, und da das Update reinkam, gibt es gleich heute nochmal eine Folge. Die wird nicht pünktlich kommen. Wir haben es nämlich jetzt schon 18.40 Uhr. Aber das wollte ich natürlich auch schnellstmöglich mit euch teilen. Schnell die Frau überredet, pass mal aufs Kind auf, Update ist da. Sonst hätte ich es heute auf jeden Fall nicht mehr geschafft aufzunehmen. So, geil. Wir haben hier noch ein bisschen Silber. Also, wir machen in der Folge... Wir haben voll viel Silber, ne? Wir machen auf jeden Fall sofort ins Gebirge, weil ich möchte mit euch die 9 geilen Höhlen angucken im Gebirge. Mal gucken, ob wir auf Anhieb eine finden. Wir müssen natürlich einen Bereich finden, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Aber ich denke, das wird so. Warte mal, die Nadelpfeile haben nur Nadeln gebraucht, ne? Na gut, wir haben noch 63 Giftpfeile. Ach komm, weg damit. Ich möchte mit euch jetzt dahin. Ich freue mich. Vor allem, welche Folge war es denn? Die letzte? Oder die vorletzte? Wo ich noch gesagt habe, die lassen sich ganz schön Zeit. Und zack, ist es da. Man muss manchmal nur ein bisschen meckern. Nee, freut mich. Es gibt noch ein paar mehr Sachen. Es gibt jetzt hier eine Pausenfunktion. Ist natürlich mega geil. Probieren wir dann mal aus, wenn wir irgendwie einen Gegner in der Nähe haben, dass wir es richtig sehen, dass pausiert wird. Aber auf jeden Fall geil, also nur im Singleplayer. Was gibt's ansonsten noch? Ich muss mal ein bisschen gucken. Dieses Horn, was wir gerade bekommen haben, was wir bauen können, lasst mal schnell schauen. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wahrscheinlich... Kann ich es überhaupt hier bauen? Oder muss ich es irgendwie an der Werkbank bauen? Oder was ist es genau? Ich finde es jetzt hier auf Anhieb erstmal nicht. Also Herstellung ist es ja nicht. Das wäre Quatsch, wenn dann irgendwie Möbel oder Verschiedenes. Aber hier sehe ich es erstmal nicht. Wir gucken dann gleich nochmal. So, komm. Haben wir noch Harz einstecken? Nö. Hier ist mir gerade ein bisschen dunkel. Glibber, Glibber, Glibber ist hier. Die Rinde ist auch irgendwo. Boah, es ist richtig dunkel hier. Da ist Rinde. Wir snacken uns hier nochmal ordentlich was rein. Pfeile haben wir am Start. Das passt alles. Repariert ist auch alles. Wir gucken nochmal ganz schnell an die Werkbank. Da, Horn of Celebration. 2 Bronze, 2 Trollleder, 2 Eisen. 2 Bronze, 2 Trollleder, 2 Eisen. Haben wir noch Bronze? Nö, aber wir haben Kupfer und Zinn. Ja, ich brauche da auch gar nicht so viel, Mensch. So, was? Trollleder und Eisen war es noch, ne? Ich hoffe. Bin ich jetzt dumm? Wir nehmen zwar das Eisen und Trollleder haben wir eh genug. Mal gucken, was das coole Ding kann. Ne, irgendwas fehlt anscheinend noch. Wo ist es hin? Da. Ach ja, wir brauchen ja Bronze. Ich bin auch schön dumm. Mach mir mal 2 Bronze, bitte. So, zack. Ah, ich freue mich, dass endlich was Neues gekommen ist. So. 1 year since we arrived. Geil. Natürlich die Frage, kann das Ding irgendwas? Wir können es anlegen. Wir ziehen dafür nichts aus. Und nun? Können wir hier schön einen trinken? Du trinkst den Trank? Ah, mittlerer Ausdauermet. Ey, er hat gerade gerülpst. Ach, wie jetzt? Und das kann ich unendlich benutzen, oder was? Das wäre ja geil, Alter. Vor allem voll billig, also materialentechnisch. Guck mal. So, komm, wir hauen den Scheiß weg, gehen nochmal eine Runde pennen. Ach, ich klatsche das jetzt alles hier rein. Ich hab's eilig. Ich will mit euch unbedingt in die Höhlen. Was haben wir noch Schönes? FPS-Limiter gibt's mittlerweile. Schilder können jetzt ohne Werkbank gebaut werden. Auch nicht schlecht.
Rüstungsständer kann mehr Sachen aufnehmen. Optimierungen im No-Map-Modus. Fehlerbehebung und Verbesserungen. Der Split-Dialog kann numerische Eingaben annehmen. UI-Einstellungen und Steam Deck-Korrekturen. Ach so, volle Controller-Unterstützung mittlerweile. Und Pausenfunktion im Singleplayer. Ich würde sagen, haben wir das Portal jetzt mitgenommen? Ja, haben wir mitgenommen. Das steht direkt oben an der Ader. Dann sind wir doch direkt im Gebirge. Aber geil mit dem Horn, also wenn das wirklich nie leer geht, was ich jetzt mal denke, dann können wir uns da richtig ordentlich Ausdauermets reinhauen. Und wieder ein Gegenstand, den ich dauerhaft mehr habe. Also dauerhaft mehr im Inventar. Ja, ich weiß doch. Als könnte ich hier rauskommen ohne... Was war denn das? War das der Drache? Ja, ohne dass hier ein Drache kommt. Ich bin aber auch... Entschuldigung, ist schon spät am Abend. War lange arbeiten. Kann man auch mal verfehlen. So, komm, jetzt gib mir hier direkt irgend so eine Höhle. Das wäre ja mal mega geil. Ich denke mal, wenn sie die eingebaut haben, dann auch nicht zu wenig. Ich habe mir noch gar nichts dazu angeguckt. Ich bin wirklich vor 20 Minuten nach Hause gekommen. Und habe erstmal direkt mich hier hochgesetzt. Es wäre richtig ärgerlich, wenn wir jetzt keine finden. Also wenn wir jetzt keine finden sollten, war da... Ach, da unten war die Drachenmutti. Dann weiß ich noch nicht, ob ich einfach länger aufnehme und mal einen Schnitt reinsetze. Weil ich möchte es euch echt gerne zeigen. Und ich will es natürlich auch selber sehen. Guck mal, nee. Vielleicht hätte ich mich nochmal informieren sollen. Aber ich meine, mehr als suchen und finden können wir es nicht. Ist auch vielleicht nicht das beste Gebirge hier dazu. Aber naja, es wird schon. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie ich. Bin mal gespannt, was da in der Höhle auf uns wartet. Wird bestimmt irgendwas Gegnertechnisches kommen. Bitte eine Frosthöhle. Du da, du da. Nee, komm, du gehst mal weg. Du nicht. Dich meine ich nicht. Dann laufen wir mal hier vor. Wünschelrute können wir ja mal aktivieren. Dann können wir uns gleich ein bisschen Silber markieren, dass wir dann nächste Folge noch ein bisschen was sammeln gehen. Dann sollte es, glaube ich, auch erstmal passen. Die eine Ader haben wir noch, die andere finden wir hoffentlich noch. Und mit zwei Adern sollten wir dann, glaube ich, auf genügend Sachen kommen. So, jetzt lass mal ausprobieren hier. Ich kann es wieder trinken. Ach, diesmal ist ein sehr gesunder Met. Das würfelt einfach rum, wie es Bock hat. Ja, das ist ja geil. Mal ohne Scheiß. Geiles Ding. Danke, Iron Gate, dafür. Nimm mir jetzt noch eine Frosthöhle. Ach so, ich bin doch dumm. Ich renne doch gerade durch Dinger, wo... Durch Gebiete, die wir schon erkundet haben. Da kann ich auch keine finden. Sorry dafür. Jetzt müssen wir mal hier runter lang kommen. Ich hoffe halt, dass das auch in demselben Gebiet noch geht. Wenn wir es einfach nicht entdeckt haben. Nicht, dass wir komplett ein neues Gebirge finden müssen. Hier ist noch ein Drachenei. Das haben wir uns schon markiert. Das wäre halt richtig schade. Aber sonst wäre es ja doof. Was ist denn da? Was... Was ist denn da drin los? Ist das ein Spawner einfach nur? Skelett-Spawner, ne? Ich markiere es mir mal kurz. Mach einfach mal ein Fragezeichen hin und in 30 Folgen frage ich mich wieder, was hast du dir dabei nur gedacht? Weil ich nämlich nicht mehr dran erinnern kann. So. Oh Gott, ich glaube, das, nein, das Gebirge ist nicht mehr groß. Ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung. Ein Aufnahmeprogramm wieder öffnen auf dem zweiten Monitor. Ich hatte die ganzen Patchnotes jetzt hier drüben, dass ich euch das vorlesen kann. Aber sonst sehe ich nicht, bei wie vielen Minuten wir stehen. Aber geil mit dem Horn. Gefällt mir. Ja, hier ist halt echt nicht mehr viel. Ach, das wäre schade. Sonst müssen wir nochmal schnell gucken, dass wir was anderes finden. Irgendwas, was wir wirklich noch nicht wirklich bereist haben. Was wir wirklich noch nicht wirklich bereist haben. Bereist. Ach komm, hör auf. Hör auf. Ich sage hier gar nichts mehr heute.
Ja, hier ist nicht mehr wirklich was an Höhle. Ach komm, hau doch ab. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht runterfliege. Beziehungsweise, dass ich nicht so oft kleine Stürze mache, dass ich irgendwann tot bin. Das wäre jetzt natürlich geil, auf der Suche nach dem Dungeon und zack, tot. Ach, das sah kurz aus wie ein Eingang, aber ich glaube, die Eingänge sind größer. Ich habe ja schon mal ein Bild gesehen. Vor vielen Wochen, als da schon mal so eine kleine... ein kleiner Wink mit dem Zaunsfall kam, wie es aussehen wird. Mal, da, könnte es da oben noch was sein? Ach, jetzt spring doch da hoch, Mensch. Was soll denn die Scheiße? Nee, ne? Sah ein bisschen so aus. Wir gucken nochmal hin. Komm, jetzt hau hier nochmal ein Ausdauermet durch. Wäre geil. Ah, ein gesunder war's. Aber mega. Gerade ich, der immer vergisst, Tränke mitzunehmen. Nee, ist kein Eingang. Für den kommt das natürlich richtig gelegen. So, na gut. Hier haben wir noch ein bisschen was. Aber ich glaube... Golem. Wo bist du denn her? Weil den Rest hier haben wir ja alles schon erkundet. Können jetzt nochmal davor gucken, aber ich glaube, da ging es auch nur runter, ne? Was haben wir denn da? Das sind bloß zwei Steinbrocken, oder? Ja, ich glaube schon. Ich gehe nochmal schnell hin. Wenn wir jetzt hier nichts finden, dann zack, irgendwo hin teleportieren, wo ein neues Gebiet, Mensch, in der Nähe ist. Und weitersuchen. Nee, ist natürlich nichts. Schade. Jetzt nimm doch mal das Horn aus der Hand. Mensch, könnte ich den ganzen Tag saufen, Junge. Ja, wo haben wir denn das Portal? Habe ich mir natürlich wieder... Das hier müsste es sein, ne? Ich weiß... Wo ist denn jetzt? Hier vorne ist noch unentdeckt. Wir laufen noch mal kurz hier vorne lang. Ja, ich weiß halt wirklich nicht, ob es ein komplett neues Gebiet sein muss oder ob es nur entdeckte Geschichten sind. Das ist nur Stein da oben, ne, oder? Jetzt sieht auf einmal alles nach einem Höhleneingang aus. Das ist so, wie wenn du irgendwie ein gewisses Auto hast von irgendwie im Kopf und auf einmal siehst du das nur noch. Weiß nicht, wie sich das nennt. Subjektive Wahrnehmung oder so. Nee, das ist hier bloß Gebäude. Twogger im Gebirge. Ist hier ein Spawner drin? Moment, Twogger. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Ich bräuchte nämlich noch einen. Ist gut. Damit wir immer mal innerein farmen können. Ach, schade. Na, hier brauche ich nicht mehr runterspringen. Dann müssen wir schnell zum Portal. Wie sieht's denn aus? 13 Minuten rum. Ja, weil mit Schnittsätzen könnte schwierig werden. Meiner Frau versprochen habe, dass ich nur eine halbe Stunde oben bin, weil dann muss der Kleine ins Bett. Da muss ich helfen. So. Ach komm. Jetzt lass mich mal kurz hier hoch, bitte. Dankeschön. Ja, mal gucken. Ansonsten, wenn wir es jetzt diese Folge nicht finden, dann werde ich eventuell die Folge trotzdem erstmal heute hochladen. Und bring dann vielleicht später heute nochmal eine Sonderfolge. Ja, hier war die Drachenmutti, das da unten ist auch kein Eingang. Nee, bringt nichts, hier waren wir ja auch schon. Ja, bringt vielleicht heute dann später nochmal eine Sonderfolge. Dann gehe ich nochmal ohne euch auf die Suche, bis wir was gefunden haben. Nehmen dann auf und bringe einfach nochmal so eine kleine Update-Folge, wo ich alles zeige. Würde sicherlich auch gehen, aber ich möchte auf jeden Fall heute die Geschichte noch finden. Ah, dann kann ich mich dann halt erst irgendwann um 8 oder so wieder hinsetzen zum Aufnehmen. So, zack. Ach, komm schon. Wieder zurück.
Wir müssen dann definitiv auch gleich nochmal zwei Portale bauen oder eins bauen und eins mitnehmen. Ach, das regt so auf in dem Spiel, wenn du so eine kleine Stelle hoch willst. Es ist alles noch am Start. Können wir hier nochmal das Horn anhauen? Ich muss das wahrscheinlich gar nicht jedes Mal anlegen, ne? Nö. Was gibst du mir? Einen gesunden. Bringt mir nicht so viel, aber danke dafür. So, warte mal, hier drüben, ne? Silber, jo. Ja, da unten steht's. Ich sollte vorsichtiger sein mit dem Springen. Ich riskiere es aber auch immer ganz schön. Ah, schön. So, was macht man jetzt? Jetzt lasst mal kurz auf die Karte gucken. Haben wir irgendwo... noch Gebirge gefunden. Hier oben ist der Händler, hier unten wäre noch Gebirge. Guck mal, das Gebirge haben wir kaum. Ne, das war hier zu Ende, ne? Guck mal, hier ist... na, hier ist dunkler Wald, hier ist dunkler Wald, hier ist welche. Hier wird nicht mehr viel Gebirge sein. Hier oben... ne, hier war mal gucken. Hier kommt dann überall Sumpf drumrum oder Ebenen, ne? Das war mal so prinzipiell auch schon abklappern. Manu, wir haben bloß noch beim Händler hier oben ein Portal. Hier ist aber nichts in der Nähe. Hier haben wir, glaube ich, kein Portal stehen. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht hinterm Sumpf noch was kommen könnte. Scheiße. Ach, guck mal hier. Hier ist noch Gebirge. Ich habe sogar ein Portal. Wenn ich jetzt noch wüsste, welches das ist. Aber wahrscheinlich habe ich es schon längst abgerissen. Ich würde einfach sagen, wir machen uns zur Basis. Wir gehen hier einmal in die Opfersteine. Holen uns Eiktür, dass wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Ja, dann renn da mal rüber, oder? Der gute Eiktür. So ging alles los. Lass mal gucken. Boah, ja, ist doch ist ein ganz schönes Stückchen, aber ich denke, mit Eiktür kriegen wir es gemanagt. So, jetzt haut ihr hier noch mal ein bisschen was rein. Eiktür an. Und Attacke. Ich finde es immer wieder krass, wenn ich hier auf die alte Basis zurückschaue. Wie es losging, wie ich gar nichts gecheckt habe am Anfang. Die ganze Statik und Mist und generell diese ultra hässliche Basis, aber irgendwie... irgendwie war es auch cool und mittlerweile über 230 Folgen aufgenommen. Viele von euch damit begeistert auch. Viele aktive Leute, die viel Kommentare schreiben und Tipps geben und mir helfen. Und auch so einfach kommt das Let's Play ja echt gut bei euch da draußen an. Ist irgendwie... ist geil, wenn man immer mal wieder so zurückschaut, wie es alles losging. Ach, ich bin dumm, ich renn zum Wasser. Wir müssen hier hin. Und ich habe kein Portal mitgenommen. Ach, schön. Ah ja, was soll's. Einfach mal Daumen drücken, dass wir hier in dem Gebirge was finden, dann brauchen wir... na gut, dann brauchen wir schon nochmal ein Portal, aber... ist echt weiter runter. Ist doch ein ganz schönes Stück. Aber das kann ich notfalls mal alleine wieder zurücklaufen, oder... keine Ahnung wie. Geil, wie lange wir durchgehend rennen können, ne? Ach, Menno. Troll? Oder was habe ich gerade gehört? Irgendwas habe ich gehört. Elf Minuten haben wir noch. Komm. Attacke. Ich möchte es jetzt schaffen. Nein, nicht lecken jetzt. Hallo. Danke. Achso, Pause-Modus wollten wir uns noch reinziehen. Entschuldigung. Also einfach nur mal kurz gucken. An sich sehen wir es ja auch hier an den Pollen oder was auch immer, was hier rumfliegt, aber... an einem Gegner sieht man es natürlich schöner, aber es ist verdächtig ruhig hier.
Wann sind wir das letzte Mal durch dunklen Wald gelaufen? Und hatten nicht eine Armee von Gräulingen und Grauzwergen und Co. um uns rum. Die irgendwie die... Entweder haben wir gerade Glück. Wir rennen ja schon echt lange hier durch. Oder die haben wirklich ein bisschen... die Spawnrate von den Jungs runtergenommen. Hätte ich nichts dagegen. Ist nervig ohne Ende. Da unten ist gleich ein Spawner, siehst du? Ach komm ey, es wäre so geil, wenn wir das die Folge noch schaffen. So, ach oh je, hier komme ich doch im Leben nicht hoch. Obwohl, wir haben Eiktür noch, da können wir auch ein bisschen mehr springen. Meine Stimme versagt, es tut mir leid. Ich könnte das Horn mal wegstecken. Das müssen wir gleich nochmal ausruhen, bleib stehen bitte. Dann halt hier, aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, hoffe ich. Ach ja. Ist doch gut, Mensch. Zeig mir mal, wo hier eine Höhle ist. Du kennst dich doch hier aus, Junge. Keine Höhle. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir... das haben wir uns alles schon angeguckt. Wir müssen hier in die Richtung. Bitte eine Höhle. Kein Wolf. Brauche ich nicht. Wäre natürlich echt doof, wenn man das Gebirge noch gar nicht irgendwie hätte erkunden können, aber ich glaube nicht. Also ich denke, es geht wirklich nur darum, dass man es noch nicht aufgedeckt hat auf der Karte. Ach Spiel, gönn doch. Ja, sonst bringe ich heute wirklich noch eine Sonderfolge. Die kommt dann halt ein bisschen später. Irgendwann weiß ich nicht, 21, 22 Uhr. Dann gehe ich dann nochmal so schnell auf die Suche. Ohne Aufnahme und fange dann an aufzunehmen, wenn ich eine gefunden habe. Ich hoffe, da seid ihr mir nicht böse, aber... einerseits will ich es euch heute gerne noch zeigen. Und andererseits will ich es heute natürlich auch gerne noch sehen. Eiktür ist gleich rum. Ist das immer noch derselbe Drachen? Wir haben auf... ne, das da drüben haben wir schon erkundet. Och, Menno. Naja. Hier ist ja nirgendwo was. Hier ist Gebirge zu Ende. Ach, Manno. Ich glaube, wir finden keins mehr. Ach, Leute. Schade. Noch ein Gebiet bereisen werden wir nicht mehr schaffen. Och, und die Ausdauer nervt mich. Du hast kein Miet? Was macht er denn? Hä, was brauchen wir denn jetzt noch? Was ist Miet? Geht's doch nicht unendlich? Du hast kein Miet. Schade. Okay. Hm. Ach komm, jetzt schaller doch nochmal so eine Höhle hier raus. Ja, Wolf, ist gut. Ach, guck mal, das wäre hier so ein geiler Standort gewesen. Hey. Aber auch hier leider nicht. Wir können jetzt noch mal ein kleines Stück hier rüberlaufen, aber das war's dann wohl. Mann. Ich hatte wirklich gehofft, dass die richtig viele integriert haben. Dass man halt wieder ordentlich was zu entdecken hat.
Ach, Ausdauer, komm schon. Zack. Ist halt die Frage, also auf den Bildern, die ich damals gesehen habe, waren die Eingänge eigentlich relativ groß. Ich glaube, das kann man nicht wirklich übersehen. Ich möchte gar nicht gegen euch kämpfen. Zeigt mir mal lieber, wo hier Höhlen sind. Achso, guck mal. Ja, perfekt. Haben wir es gleich nochmal probiert. Das ist mega cool. Sag mal, im Singleplayer macht es ja auch eigentlich keinen Sinn, das nicht zu erlauben, in Anführungszeichen. Ist doch tausendmal geiler. Du weißt, wie es ist. Klingelt es auf einmal an der Tür oder was auch immer. Du bist mitten im Kampf. Sonst konntest du dich halt schnell ausloggen, aber so drückst du halt mal kurz Escape und gut ist. Oh, wir haben ganz schön wenig Leben. Was ist denn da passiert? Haben die uns gerade so dolle die Beine gehackt? Wäre witzig, wenn ich jetzt noch gestorben wäre. Ich hätte es mir zugetraut. Ah, jetzt wird es auch dunkel. Ach, Menno. Wir haben bloß noch hier ein kleines Stück. Das gucken wir noch ab, dann machen wir erstmal Folgenende. Es tut mir leid. Ich hätte euch gerne mehr gezeigt, aber dann kommt halt heute später nochmal eine Folge. Komm, jetzt bring doch mal eine noch. Schade, schade, schade. Ja, ich glaube, wenn, dann wird das hier auch nicht so in der Randregion sein, sondern irgendwo im Gebirge drin, ne? Wir gucken nochmal schnell hier vor und dann machen wir aber Schluss. Mach ich Schluss mit euch. Wir können aber gerne Freunde bleiben. Ihr könnt gerne Abonnenten bleiben. Schön. Jetzt sind wir ja schon halb im dunklen Wald drin. Nee, hier vorne kommt auch nichts mehr. Tut mir leid, Freunde. Tut mir wirklich leid. Ich habe alles versucht, was in meiner Macht stand. Dann drückt mal die Daumen, dass ich heute noch eine finde. Und guckt einfach mal vorbei, dann später irgendwann gegen um 9 oder um 10, je nachdem wie lange ich brauche, um eine zu finden. Dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Video zum Update und zu den 9 geilen Caves. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. Heute ist Dienstag, glaube ich. Ja, heute müsste Dienstag sein. Dann kommt am Donnerstag wieder eine Folge und dann heute später nochmal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.